Ja, hallo, hier ist wieder der Rainer Streetz und ich habe euch ja versprochen, so eine Fortsetzung von dem mit den Kontakten und jetzt kann ich euch mal verraten, wie macht man aus Kontakten Freunde in der heutigen Zeit. Übrigens, das ist nicht viel anders wie in der alten Zeit. In der alten Zeit, könnt ihr euch noch erinnern, da war es so, wenn man irgendwo eingeladen war, da kam man mit einem Gastgeschenk. Ist heute alles weg, oder? Heute stolpert man irgendwo rein, ist da. Ja, und denkt, man kriegt noch was zu essen und zu trinken, ja, bringt nichts mit, kann nicht sein. So, und es ist heute in der modernen Zeit exakt das Gleiche. Das heißt, man platzt nirgends rein ohne ein kleines Geschenk, ja, auch bei einem Kontakt nicht. Und deswegen, macht doch mal euren Kontakten im Internet eine Freude. Ja, macht mal einen schönen Artikel bei euch in der Chronik rein, ja, bei Facebook zum Beispiel. Schreibt denen mal was Nettes, nehmt doch mal Kontakt auf. Ich habe mir ausgerechnet, bei meinen fast 5000 Kontakten bei Facebook zum Beispiel, das sind leider, zu meiner Schande muss ich gestehen, wahnsinnig viele dabei, mit denen habe ich noch nie geschrieben, mit denen habe ich noch nie geredet, da haben wir noch niemals Filmchen hinhergeschickt, ich weiß noch nicht mal genau, was die auf der Chronik haben. Und ich habe mir da was vorgenommen und vielleicht kann das, was ich mir vorgenommen habe, euch auch helfen bei dem, was ihr machen wollt. Ich habe mir vorgenommen, meine 5000 wenigstens einmal im Jahr zu kontaktieren. Was heißt das für mich? Täglich 30 Menschen. Soll ich euch was sagen? Es ist gar nicht so viel. Das hört sich erstmal wahnsinnig viel an. 30 Menschen täglich, das ist eine Arbeit von einer halben Stunde. Aber ich schwöre es euch, in einem Jahr, wenn ich wieder so einen Film mache, dann sage ich euch mal die Ergebnisse. Warum? Weil ich diesen 30 Menschen jeden Tag etwas bringe. Also nicht nur den Rainer Streetz, das ist vollkommen klar, ich bringe mich auch ein, ja. Aber ich bringe dir ein kleines Geschenk. Zum Beispiel mein Buch, ja, habt ihr schon alle davon gehört, ja. Der Network Booster, ja, oder auch das Go for Diamond Projekt. Klar, das mache ich, aber man kann denen auch andere Geschenke bringen. Irgendeine Idee, irgendetwas, ein Rezept, selbst sowas. Oder ein Buch von jemand anders. Wenn also jemand anders auch ein interessantes Buch hat, schenkt doch das mal her. Und glaubt mir, wenn es Leute gibt, die Bücher verschenken, dann dürft ihr die Bücher auch verschenken, haben die nichts dagegen. Wenn ihr höflich seid, fragt ihr die noch. Ja, okay. So, das ist also mein Tipp für heute. Was macht man mit Kontakten, mit Privatkontakten? Man geht wieder hin, man nimmt ein Blümchen mit, man nimmt ein kleines Buch mit. Irgendetwas, was man denkt, was den Menschen Freude macht. Eine Flasche Wein. Ja, also wenn ihr zu mir kommt, denkt dran, ich trinke gerne Wein, trockenen, roten. Okay, so in diesem Sinne für heute genug. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, euer Rainer Streetz. Ciao.